Noch herrscht Euphorie an der Wall Street nach dem Sieg von Donald Trump. Beste aller Welten, überhaupt kein Problem, wirklich, aber es wird wohl ein bisschen anders kommen und das will ich in diesem Video mal zeigen, dass da die Konfliktlinien schon relativ klar sich abzeichnen, warum das Ganze ziemlich hässlich wird, warum es zu einem Krieg kommen wird, in Anführungszeichen, zwischen einerseits Donald Trump und der Fed. Warum? Weil die Fed eben nicht die Zinsen wird so senken können und wollen, wie es Donald das will. Und die andere Front, und das wird die Front sein zwischen Donald Trump und seinem Nachbar, die Elon Musk. Und warum das passieren wird, das werde ich in diesem Video auch zeigen. Aber starten wir erstmal mit den Inflationsdaten heute. Und das ist gleich im Themenfeld des ersten Konflikts, also zwischen Trump und der Fed. Und die Märkte haben sich erstmal gesagt, naja, war genauso wie erwartet. Hätte schlimmer kommen können, wollen wir erstmal ein bisschen nach oben gehen. Aber das wird wohl nicht lange dauern, denn wir haben heute schon gesehen, dass die Kapitalmarktzinsen erstmal gefallen sind, nach dem Motto, ja, Goldman Sachs und JP Morgan, die haben noch gesagt, es könnte schlimmer kommen, dann war das nicht der Fall, also sind die Renditen, die Kapitalmarktzinsen erstmal gefallen, um dann aber wieder deutlich zu steigen und den Tag, wie ich zuletzt geguckt habe, erstmal im positiven Bereich, also weiter steigen zu verbringen. Und schauen wir uns jetzt mal diese Inflationsdaten an. Wie gesagt, alles wie erwartet, sowohl in der Headline-Inflation als eben auch in der Kernrate, wobei die Headline-Inflation, also ohne Nahrung und Energie, zum Vormonat mit 0,2441 so ein Mühe entfernt war von einer Aufrundung auf 0,3%, und dann hätten die Märkte ziemlich sicher anders reagiert. Also das war ziemlich haarscharf, aber das ist nicht das eigentliche Thema. Hier sehen wir mal, was teurer geworden ist, was günstiger geworden ist, aber wir sehen vor allem eben, dass der Trend wieder nach oben zeigt bei der Inflation. Wir sind in gewisser Weise in der falschen Richtung unterwegs. Der 3-Monats-Durchschnitt weist wieder nach oben, wie Sie das unten in dieser Grafik sehen können. Also dieses Disinflationäre ist übergeordnet erstmal vorbei. Dabei bleibt vor allem der Dienstleistungssektor sehr, sehr heiß in Sachen Inflation. Vor allem dieses Supercore, also Dienstleistung ohne den Bereich Housing, ist jetzt bei 4,38%, war im Vormonat bei 4,27%. Jetzt keine große Steigerung, aber es fällt eben auch nicht. Und vor allem das Entscheidende ist, dass wir vor allem auch jetzt diese Güterdeflation nicht mehr haben. Wir hatten ja vorher sehr heiße Dienstleistungsinflation. Das wurde abgemildert durch eine Deflation bei Gütern, also bei Produkten industrieller Erzeugung, wenn man so will. Das ist jetzt vorbei. Das heißt, hier ist jetzt sozusagen keine Inflationsbremse mehr vorhanden. Und dann kommt noch der Bereich Shelter, also alles, was mit Wohnungen, Mieten und so weiter zu tun hat. Und der ist auch nicht gefallen. Und dann sagte etwa Fitch, die Ratingagentur, also da haben wir alle falsch gelegen, die Fed auch. Jerome Powell auch, der ja gesagt hat, naja, die wird jetzt deutlich runterkommen, diese Shelter Inflation, dem ist nicht so. Und jetzt ist diese Kombination zwischen dieser so wichtigen Komponente Shelter, also alles, was mit Wohnen, Haus, Unterkunft zu tun hat, einerseits, und eben dem Gütersektor andererseits, die jetzt nicht mehr irgendwie die Inflation runterbringen könnten, während die Dienstleistungsinflation sehr hoch bleibt, ein echtes Problem für die Fed. Und so ist es vielleicht kein Zufall, dass sich die Frau Logan von der Fed heute geäußert hat. Und die hat Hochinteressantes gesagt, das wird noch große Folgen haben, denn sie ist ja nicht alleine. Sie hat nämlich gesagt, okay, ich sehe substanzielle Anzeichen dafür, dass die neutrale Rate der Zinsen, die neutrale Rate ist die Rate, die weder die Wirtschaft bremst, noch sie stimuliert, also der optimale Zins sozusagen, um die Wirtschaft im Gleichgewicht zu halten, has increased in recent years, ist also höher geworden. Und vieles deutet darauf hin, dass diese neutrale Rate ziemlich genau da ist oder in der Nähe ist, wo derzeit die Zinsen liegen. Mit anderen Worten, Frau Logan sagt, Zinssenkungen eigentlich nicht mehr, da haben wir nicht mehr viel Spielraum. Und das wird natürlich Seth Donald überhaupt nicht passen, der ja die Fed kritisiert hat, weil sie die Zinsen gesenkt hat, noch unter Biden im September und jetzt im November. Das hat ihm gar nicht geschmeckt. Die sollen gefälligst die Zinsen senken, wenn er Präsident ist. So die Logik. Und so könnte es sein, dass wir jetzt ein ähnliches Muster doch früher oder später wie in den 1970er Jahren erleben. Nur waren es damals eben diese Ölkrise mit anderen Voraussetzungen. Aber diesmal könnten wir eine Zollkrise bekommen, dass also durch die Zölle die Inflation nach oben geht und dann die Fed eben alles
andere tun wird, als die Zinsen senken zu können. Hier sehen wir mal, Core Services less Housing bleibt einfach sehr hoch, ist nach wie vor in einem Bereich, der für die Fed eigentlich intolerabel ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat jetzt Joseph Wang, der inzwischen bei Bloomberg arbeitet, aber ein früherer Senior Trader bei der Fed war, gesagt, also die Fed ist nicht wirklich independent, sie ist eigentlich ein Ableger der Demokratischen Partei in den USA. Und da kann manches dran sein. Denn diese September-Zinssenkung von 0,5, die wurde sehr überhastet gemacht. Nochmal schnell Nick Timmy raus am Wochenende vorschicken mit einem Artikel im Wall Street Journal, um das überhaupt den Märkten zu signalisieren, dass das möglich ist. Vorher war das eigentlich außerhalb jeder Überlegung. Und jetzt aber entfällt natürlich für die Fed, wenn man annimmt, dass diese These stimmt von Joseph Wang, dass die Fed eher den Demokraten zuneigt, entfällt natürlich diese Motivation. Die Wahl ist verloren. Warum soll man jetzt dem Donald noch ein paar Geschenke machen im Vorfeld? Und Paul hat ja relativ klar gesagt, würdest du zurücktreten, wenn Trump dich bitten würde? Nein, würde ich nicht. Warum nicht? Weil es nicht erlaubt ist nach dem Gesetz. Die Republikaner haben praktisch keine Chance, irgendwie den, oder Trump hat keine Chance, den Paul rauszukicken. Er müsste ihm Kriminelles nachweisen. Beide Kammern müssten dann zustimmen, also Senat und Abgeordnetenhaus. Aber da muss ein so konkreter, heftiger Vorwurf sein, dass das möglich ist. Was die Republikaner machen können und wohl auch werden, ist, einen Nachfolger bereits frühzeitig zu ernennen. Paul wird ja noch bis Mai 26 im Amt sein, also 1,5 Jahre etwa nach Amtsantritt von Donald Trump. Und damit versucht man, Druck auf Paul auszuüben, indem man praktisch schon einen Kandidaten aus dem Hute zaubert, den neuen starken Mann oder Frau präsentiert, die dann die Autorität von Jerome Powell auch schon ein bisschen ankratzen wird. Gucken wir uns mal an, was eigentlich in Sachen Inflation passiert ist während der Trump-Ära und während der Biden-Ära. Und natürlich sind das andere Zeiten. Wir sehen aber, dass bei Trump die Inflation auch gestiegen ist, moderat gestiegen ist. Es waren andere Zeiten, dann kam Corona, dann kamen vor allem die Maßnahmen der Fed mit Gelddrucken durch Quantitative Easing, mit der Senkung der Zinsen auf Null, und die Inflation schoss nach oben in der Ära von Biden und Harris. Da kann Biden wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel dafür, aber er hat es eben auch nicht geschafft, diese Inflation nach unten zu bringen. Und was die Anleihemärkte, die Kapitalmarktzinsen jetzt spielen, ist natürlich, okay, die heutigen Inflationsdaten, die waren so wie erwartet, aber das ist der Schnee von gestern. Was uns interessiert, das ist der Schnee von morgen, nämlich das, was mit der Inflation passiert, wenn Donald Trump an die Macht kommt. Und das ist relativ absehbar, was da passiert, nämlich mit diesen Zöllen wird die Inflation nach oben gehen, während gleichzeitig durch Ausweisung der illegalen Migranten das Arbeitskräftereservoir sinkt. Und die Deutsche Bank hat jetzt mal mit Blick auf andere Länder sich angeguckt, ja, welches Land würde denn am meisten leiden durch diese Zinsen? Und Nummer eins ist Mexiko, weil viele Autofirmen in den USA in Mexiko produzieren. Die müssten dann, wenn sie diese in Mexiko produzierten Zölle in Autos in die USA einführen, eben heftige Zölle zahlen. Dann Vietnam hätte ein Problem. Kanada vor allem hätte ein Problem. Deutschland ist da um und bei im Mittel fällt interessanterweise, und eher weiter unten, wenn es normale Zölle wären, ist China. Aber wenn die 60% Zölle kommen, die Trump eigentlich versprochen hat, 60 bis 100%, dann dürfte China eines der großen Verliererländer sein. Aber was hier in dieser Auflistung fehlt, ist ein anderes Land, nämlich die USA. Also diejenigen, die diese Zölle erheben. Denn das wird sowohl für die amerikanischen Firmen als auch für die amerikanischen Konsumenten unmittelbare Folgen haben. Ich hatte dieses Beispiel schon mal immer wieder gezeigt. Aber um es einfach plastisch zu machen, ein Toaster, der $40 kostet, würde dann $48 bis $52 kosten. Das ist mal ein Anstieg von über 20%. Dann haben wir ein paar Schuhe, $50 würde dann $59 bis $64 kosten, als typische Berechnung so Industrievertreter. Und das bedeutet, das muss irgendwer bezahlen. Entweder die Konsumenten, weil die Firmen das weitergeben, oder wenn die Firmen das nicht weitergeben, müssen sie eine geringere Marge schlucken, müssen das also praktisch auf ihre Kappe nehmen. Und das wird die Margen, das wird die Ausgangssituation für diese Firmen verschlechtern.
verschlechtern, weswegen die amerikanischen Firmen wahrscheinlich mit die betroffensten Firmen sein werden. Und noch haben wir viel Economic Optimism nach dem Sieg von Donald Trump. Das ist sehr, sehr steil nach oben geschossen. Jetzt größter Optimismus seit 3 Jahren, was die Aussichten für die amerikanische Wirtschaft betrifft. Aber die Wall Street kapiert so Stück für Stück. Oh, das könnte auch für unsere Firmen ein bisschen schwierig werden. Vor allem für eine Apple etwa, die ja in China produzieren, in Indien produzieren. Insgesamt gilt, wer in China produziert und Trump macht das Ganze wahr, was er hier vorhat, nämlich 60-100% Zölle, der kann eigentlich in China nicht mehr produzieren als amerikanische Firma. Der muss das irgendwo anders hin verlegen. Wenn er es zurück in die USA verlegt, dann werden aber die Kosten dafür erstens für die Verlegung schon relativ hoch sein, zweitens aber die Produktionskosten sind in den USA bei diesen Löhnen natürlich ganz andere. Also das trifft die amerikanische Wirtschaft, trifft die amerikanischen Unternehmen im Kern, vor allem diejenigen, die eben im Ausland produzieren, und das sind sehr viele, weswegen das Handelsbilanzdefizit so negativ ist in Sachen Güter. Da ist eben Apple spielt eine große Rolle, da spielen andere Konzerne eine große Rolle aus den USA, während Dienstleistungen null Defizit produziert, Handelsbilanzdefizit produziert, sondern sogar Überschüsse produziert. Es geht also um die Güter. Aber diese Güter, die musst du dann ja irgendwie entweder in die USA einführen bezahlt oder du musst sie eben in den USA produzieren, was so leicht nicht möglich sein wird, beziehungsweise nur unter hohen Kosten. Und jetzt kommen wir mal zur zweiten Konfliktlinie, die ich aufzeigen möchte. Wir wissen alle, Donald Trump hat ja Elon Musk und Mr. Ramaswamy hier nominiert, um sozusagen ein Department of Government Efficiency zu leiten. Das klingt jetzt erstmal hochoffiziell, Government und so weiter und so fort. Elizabeth Warren von den Demokraten, eher sehr links eingestellt, sagt, naja, das ist ja schon mal sehr effizient, dass man da 2 Leute gleich nominiert. Das ist das eine. Und hier ein Twitter-Account sagt, und dem schließe ich mich komplett an, ich würde eine Wette eingehen, so sagt es dieser Account, 70% Chance, dass Musk spätestens nach 2 Jahren praktisch die Administration von Donald Trump verlassen wird. Ja. Oder wenn er es nicht tut, Chance von über 90%, dass es permanente Querelen gibt. Warum das so sein wird, wenn Musk seine Aufgabe und seine Absicht ernst nimmt, das will ich gleich zeigen. Ja, es gibt Bedarf in den USA. Wir sehen, die US-Regierung ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, respektive das Budget der USA. Da ist wahnsinnig viel hinzugekommen. Wir sehen das seit den 90ern, wie das gestiegen ist, Jahr für Jahr, mit Wachstumsraten, die enorm sind. Trend geht jetzt wieder nach oben, nachdem es nach Corona erstmal nach unten ging. Und das große Problem für Musk, er hat gar keinen Spielraum, eben dieses Budget wirklich großartig zu verkleinern. Warum? Weil nur ein kleiner Teil, nämlich 1,7 Billionen Dollar von diesen 6 Billionen Dollar überhaupt als Manövriermasse in Frage kommen. Der Rest sind Zinszahlungen. Die USA könnten natürlich die Zinszahlungen einstellen, aber dann wäre zappenduster. Dann würden die Risikoprämien für USA explodieren geradezu. Das andere sind vorwiegend Sozialleistungen. Gesetzlich zugesicherte, verankerte, seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten gezahlte Leistungen, die kannst du jetzt nicht so einfach mal abwürgen und sagen, das zahlen wir nicht, bleiben also nur noch 1,7 Billionen von diesen 6 Billionen, die überhaupt möglich wären. Davon ist die Hälfte Verteidigung, und dass Verteidigung jetzt auf Null gefahren wird oder runtergefahren wird, ist eher unwahrscheinlich unter Donald Trump. Das heißt, schon deswegen wird Musk sein Programm nicht durchsetzen können. Und dazu kommt, wie Gordon Johnson und auch James Chanos, der Shortseller, hier sagen, also das ist hier keine Regierungsorganisation, sondern das ist ein Gremium zwischen Musk und Ramaswamy, die lediglich beratende Funktion haben. Das ist also nicht wie ein Ministeramt, wo du vielleicht dann Verteidigungsminister wirst und dann kannst du autonome Entscheidungen treffen. Es sei denn, der Präsident overruled dich, also sagt, nee, so machen wir es dann doch nicht, sondern das ist praktisch nur ein, wie soll man sagen, ein symbolisches Amt, das es faktisch gar nicht gibt. Das heißt, da ist sehr, sehr wenig Macht wirklich konzentriert in diesem Amt, wenig bis gar nichts. Und dementsprechend ist die Frage, ob der Anstieg der Tesla-Aktie on the long run wirklich gerechtfertigt ist. Ich würde sagen, nein, früher oder später wird Tesla wieder der Autokonzern, der es eben ist, der Elektrofahrzeuge verkauft. Aber das sind die großen Themen, die jetzt dann, wenn Trump an der Macht sein wird, relevant werden. Und jetzt ist die Frage, erbt Trump letztendlich die beiden Rezessionen?
Rezession, denn vieles deutet ja darauf hin, dass die US-Wirtschaft so langsam in Probleme kommt. Und Gavekal hat mal ausgerechnet, okay, also für jeden Dollar, den die USA, der Staat einnimmt, gibt man 1,30 Dollar aus, das ist schon mal eine Menge, und würde jetzt eine Rezession kommen, gäbe man 1,50 Dollar aus, also praktisch nochmal eine deutliche Steigerung. Und wie du dann irgendwie ein Budget kürzen willst in einer solchen Situation, das ist schon mal völlig undenkbar. Kürzen könnte man vielleicht bei den Staatsbediensteten, hier sehen wir, davon gibt es 23,47 Millionen, deutlicher Anstieg in den letzten Jahren. Würde man also hier ein bisschen streichen, also 80% im Amt lassen, was wahrscheinlich ohne Effizienzverluste wirklich funktionieren würde in der Bürokratie, dann hätte man nur noch 18.770.000 etwa. Aber das könnte ein Ansatz sein, dass man hier Bürokratie abbaut. Davon träumt jeder auch in Deutschland, aber das wird wohl ungleich schwieriger. Im zweiten Teil zeige ich jetzt Konsequenzen für die Aktien. Märkte, zeige ich, was mit Bitcoin der Fall ist, und zeige ich, was für Entwicklungen in Deutschland sind, die hochrelevant sein werden. Euro, Flucht in den Dollar, Kapital flieht aus Europa, das sehen Sie dann unten wieder verlinkt. Ich packe es so, dass Sie es nicht übersehen können. Also seien Sie dabei, wir sehen uns gleich. Ciao.